Wie schaut es denn aus mit dem Personal für morgen? Und vielleicht kannst du noch was sagen zu Hiroki Ito, wo wir eben das Update bekommen haben, und auch Sascha Bowie. Wie lange braucht denn er wohl noch? Ja, das ist ein bisschen kalt und warm natürlich. Sascha geht es eigentlich ganz gut. Wir hatten nicht erwartet, dass es schon in diese Trainingseinheit einsteigen könnte. Und das hat er jetzt gemacht. Das heißt, vielleicht nach der internationalen Woche bekommen wir wieder eine Spiele extra. Und mit Hiroki war eigentlich ein bisschen das Gegenteil. Und der muss jetzt Geduld haben. Der wird jetzt noch ein bisschen Pause machen müssen. Und danach kommt er sicher wieder zu seinem besten Level. Aber es ist natürlich für ihn bitte und für uns auch. Und die anderen sind alle, es läuft alles gut. Vincent, deine Herangehensweise, deine Taktik ist ja relativ klar, wie du es auch spielen lassen möchtest gegen Sporting. Aber wie würdest du den Gegner auch einschätzen? Was sind da so die Vorzüge? Du hast gesagt gegen Sporting. Benfica, das war ja die alte Geschichte, das hatte ich schon mal. Gegen Benfica, genau. Wo sind da die Vorzüge, wo sind da die Ansätze? Wir müssen auch eigentlich nur die Fokus haben auf unsere beste Leistung. Ich verstehe, es ist ein Champions-League-Spiel gegen einen Gegner mit Tradition in diese Champions-League, aber trotzdem, was wir jetzt machen, hat geholfen, damit wir 50 Tore schießen, hat geholfen, damit wir sehr, sehr oft gewonnen haben. Und es ist nicht immer perfekt. Aber was schon stimmt, ist, wir haben viel gewonnen und wir haben deswegen auch viel Vertrauen für dieses Spiel. Und es geht nicht nur um, wir werden uns immer ein bisschen anpassen, das ist wichtig, taktisch. Und wir werden immer die Schritte machen, die richtig sind für die Mannschaft, immer.